Moinsen, liebe Freunde. Ich begrüße euch endlich mal wieder zu einem neuen Video. Viele von euch haben mich über Insta gefragt, wann endlich das Montagevideo von der Castec-Anlage bei Harley Hamburg Süd kommt. Und ich kann jetzt sagen, hier ist es. Warum ist es verspätet? Das hat einige private Gründe. Ich bin umgezogen und viele dienstliche, weil ich viel Dienst machen musste in der letzten Zeit. Ich würde sagen, ihr lehnt euch zurück und genießt die folgenden Bilder. Als ich bei Harley Hamburg Süd ankam, wurde ich schon von Sven und Lukas erwartet. Nach einem kurzen Schnack mit Sven ging es auch schon ans Eingemachte. Wir haben das Motorrad auf die Bühne gefahren und kurz abkühlen lassen. Lukas hat sich bereit erklärt, vor der Kamera die Montage der Anlage für uns vorzunehmen. Der erste Schritt, ganz klar, die alten illegalen Endtöpfe erstmal abnehmen. Erschreckend musste ich feststellen, dass einer der Endtöpfe eine riesen Macke in meine Hitzeschutzfläche geballert hat. Das hat mich mega geärgert, denn die haben 260 Tacken gekostet. Nachdem die Endtöpfe runter waren, hat Lukas erstmal die Katalysatoren eingesetzt. Für die, die es nicht wissen, die sind dafür da, um die Abgase mit einer chemischen Reaktion, die im Katalysator stattfindet, nochmal zu reinigen und damit die Umweltnorm zu erfüllen. Es hat gar nicht lange gedauert, bis der erste Endtopf den Weg zum Bike gefunden hat. Ich war mega neugierig, wie es aussehen würde, denn das ist doch ein besonderer Moment. Und da ist er dann. Der Moment, wenn man sein eigenes Bike mit den neuen Endtöpfen zum ersten Mal sieht. Ich fand's mega, mega geil. Das war jetzt der einfache Teil. Jetzt kommt das Verlegen der Kabel. Das ist ein bisschen aufwendiger. Dazu haben die Jungs den Sitz und den Tank abgenommen. Wer wissen will, wie das bei einer Sportstar genau funktioniert, schaut mal in der Playlist Umbauvideos bei mir im Kanal. Da habe ich es einmal beschrieben. Jetzt kommt ein kleines, aber wichtiges Bauteil. Ich nenne ihn liebevoll den Spaßknopf, denn der ist dafür da, zwischen den beiden Modi hin und her zu wechseln. Ich glaube, ihr wisst, in welchem Modi ich immer fahre. Die Kabel sind verlegt, jetzt kann auch endlich wieder der Tank drauf. Der Sitz bleibt noch ab, denn es müssen noch Steuergeräte, die unter dem Sitz sitzen, noch eingebaut werden. Da seht ihr jetzt die Steuergeräte, die noch mit unter den Sitz verbaut werden. Dann werden noch die restlichen Kabel verlegt, die in dem Bereich mit eingebaut werden. Die werden dort noch fixiert, dass da nichts rumbaumelt, alles wird hübsch gemacht. Ja, und dann ist man auch schon fast fertig. Das Ding da regt mich übrigens mega auf. Ich krieg es nicht ab. Das sind eingebrannte Fliegenreste von der Dänemark-Tour. Ich bekomme die mit nix weg. Auch das Wundermittel von Harley-Davidson hat nicht geholfen. So eine Scheiße. Aber egal, wenigstens die wichtigen Dinge funktionieren. Hier seht ihr den Klappentest, den ersten, den wir machen. Und
Es ist einfach mega geil zu sehen. Da bewegt sich jetzt was in meinem Auspuff. Schnell noch die letzte Abdeckung zumachen, den Sitz wieder draufklatschen und dann können wir auch mal den ersten Soundcheck starten. Haltet euch fest. Ist das nicht ein geiler Sound? Gänsehaut pur auf Knopfdruck. Ich sag's euch, ist der Hammer. Vielen, vielen Dank, Harley Hamburg Süd, dass ich bei euch filmen durfte. Danke, Lukas, dass wir dir über die Schulter schauen durften. Danke, Sven, dass du da warst. Christian, alias Buschi, mein kleines Model. Kuss auf die Nuss. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es werden sicherlich noch weitere davon folgen. Wenn ihr Bock auf ein Soundcheck-Video habt, wie mit der Vans in Heizanlage, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall wird noch ein Umbauvideo kommen. Ich sag jetzt, genau wie Sven hier, tschüss, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit ö. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.